Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Decades Later. Ja, man hat den Stern tatsächlich beim letzten Part in einem Frame mal ganz kurz gesehen. Und es ist tatsächlich da, wo ich vermutet habe. Vielen Dank nochmal an meine Frau, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, sie schaut hier ab und zu mal rein. Beziehungsweise das Projekt hat sie jetzt wirklich auch komplett gesehen bisher. Und hat mich jetzt mal darauf aufmerksam gemacht und mir die Stelle mal gezeigt, wo man diesen Stern gesehen hat. Weil das ist mir auch tatsächlich... Ah, da war ich jetzt zu langsam. Ist mir auch nämlich tatsächlich auch beim Rendern nicht aufgefallen. Also wirklich gar nicht. Der war mal ganz kurz zu sehen und es ist wirklich da, wo ich vermutet habe. Jetzt müssen wir es nur noch hinbekommen. Müssen wir nur noch irgendwie dahin fahren. Ah, das wird schon irgendwie. Irgendwie. Hab Vertrauen in die Fähigkeiten dieses Klempners. So, hier aber jetzt langsam. Ganz langsam. So, aber das ist wirklich hier bei diesem Notenblock. So. Ich kann mich ja eigentlich fast schon runterfallen lassen. Ne? Ich muss nur die A-Taste halt gedrückt lassen. So, hier bin ich jetzt so wieder. Oh, da ist er. So, okay. Einmal kurz die Kamera drehen und versuchen rückwärts zu kommen. Und schon haben wir ihn. Sehr schön. You bad. Das hätten wir. Du kannst mich mal, Bro, Dude. Okay. Gut. Na, sehr schön. Das hätten wir. Das heißt, wir können tatsächlich schon in Big Boostburg. Das geht hier alles viel zu schnell. Na, also. Mal abgesehen davon, dass dieses Projekt locker 100 Parts haben wird. Ja, wobei, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Also, es werden wahrscheinlich keine 100. Weil wir jetzt doch schon ganz gut vorankommen. Hier will ich doch gar nicht hin. Ist aber ehrlich, warum sagten ihr mir nicht, dass ich hier gar nicht hin will? Aber ganz ehrlich, man kann sich auf nichts mehr verlassen hier. Dass man noch nicht mehr angeschrien wird und, gesagt, und ihr irgendwie dann sagt, Mensch, Weehawk! Eure Schreie sind manchmal so laut, dass sie eine Zeitreise machen in die Vergangenheit und mich noch während der Aufnahme anschreien. Ja, es ist wirklich so. Das glaubt ihr nicht? Das ist halt eure pure Verzweiflung, mir manchmal beim Spielen zuzugucken. So, Sterne. Oh, 4 Stück in einer Sub-Area. Und hier sind wir ganz in der Nähe von einem. Das heißt, ich gucke mich jetzt hier einfach mal um und dann sehen wir den ersten. Der ist ja geschenkt. Ich sollte sowas nicht immer sagen. Am Ende ist es voll schwer, da irgendwie raufzukommen oder so. Ich glaube, mit einem gezielten Dreisprung kommen wir da hoch. Und dann haben wir den schon. Wow. Jetzt gehen wir mal in die Richtung weiter. Ich könnte mir gerade so in diesem... Das ist ja wirklich so ein richtiger eigener Abschnitt, den dieses Level bekommen hat. Ich könnte mir auch richtig vorstellen, dass hier was ist, aber... Pustekuchen. Ist nicht so. Okay. Ja, dann. Dann halt nicht. Chance vertan, Brody. Meinetwegen. Oh. Ja. Ich guck trotzdem mal... Was war das gerade? Entschuldigt. Ich guck trotzdem mal da lang. Ach, so komme ich wieder zurück. Okay. Ah! 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 Hey! Das ist heiß! Herr Lustig! Herr Lustig! Verdammt! Herr Lustig! Dir ist ja heiß! Ich guck da, glaube ich, nicht lang. Aber hier muss was sein. Da oben. Okay. Moment. Das bringt eigentlich nichts, ne? Aber sah schön aus. So, und hier kann ich ja bestimmt mit Wandsprung arbeiten. So, hier, zack, zack. Ja, genau. Gut so einfach.
fair und transparent. So wie wir es vom Brodude gewohnt sind. In die Richtung geht's weiter, aber hier wird's... Gehen wir hier rein. Ah, okay. Also es ist wirklich, wie ich mir es gedacht habe. Ich habe diesen Gedanken zwar nicht laut ausgesprochen, aber es konnte ja eigentlich auch wirklich nur, wenn es 4 Sterne in einer Sub-Area sind, dann konnte es ja wirklich eigentlich nur das Schloss sein. Ja. Ich glaube, hier wird es dann auch tatsächlich ein bisschen schwieriger werden, alles zu finden. Da gibt ja doch einige Räume zu durchsuchen. Und der Radar ist dadurch im ersten Moment erstmal noch nicht so hilfreich. Aber wir suchen weiter. Weil hier leuchtet es jetzt einfach die ganze Zeit grün. Ja. Hier ist was. Hier ist was ganz nah. Okay. Jetzt müsste ich eure Hilfe haben. Eure Kommentare. Euren Gastkommentar notfalls. Nee, man muss es ja... Ah, da oben. Okay. Man muss es ja wirklich sagen. Also, kommentartechnisch ist das ja wieder ganz, ganz große Klasse, was ihr hier abliefert. Also ich meine jetzt nicht mal nur die Gastkommentatoren, sondern wirklich auch die Kommentare, die ihr schreibt. Ich meine, Ekusare fordert euch auf, eure Lieblingswinkel zu posten. Und ihr macht's halt einfach. Und das ist so toll. Ich fand es so klasse, dass ihr eure Lieblingswinkel aufgezählt habt. Das war ein erhabener Moment. Für sowas, für solche Dinge mache ich halt gerne Let's Plays. Einfach um sowas zu lesen. Das ist so witzig. Also vielen Dank dafür. Das Feedback bis hierhin ist wirklich großartig. Mir ist jetzt nur noch nicht so wirklich klar, wie ich da rankommen soll. Ah. Das reicht nämlich nicht ganz. Also probier das nochmal, aber... Nein. Ich müsste versuchen, mit dem zweiten Sprung da drauf zu landen. Ginge das? Oder müsste ich aber sehr gut. Ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist. Oh, das hätte sogar fast geklappt jetzt. Ah, shit. Moment. Ja, doch, es geht. Boah. Wahnsinn! Also war es tatsächlich so gedacht. Schwieriger Sprung eigentlich. Also richtig schwieriger Sprung. Sehr schön. Hat geklappt. Mal ehrlich, solche Aktionen rehabilitieren mich doch so ein bisschen, oder? Für das, was hier sonst so orientierungstechnisch dann auch schief gehen mag in diesem Projekt. Einfach mit Skill wieder ausgleichen. Ja, genau. Und dann kommt wieder Tic-Tac-Trauma und ich Save State wieder. Genau. Ach, die Toilette. Entschuldige mich mal bitte. Das ist ganz wichtig jetzt hier. Mario, setz dich doch mal... Ich weiß, ich verblende hier wieder Zeit, aber das ist jetzt einfach wichtig jetzt hier. So. Ihr könnt das nicht nachvollziehen. Ihr müsst es auch gar nicht nachvollziehen können. Wichtig ist nur... Das war jetzt einfach wichtig für mich. Wenn ich jetzt so nach oben gucke, sehe ich dann schon irgendwas? Nee. Hier wird es ja auch noch nicht gelb. Das Problem, wie gesagt, dass es hier halt wirklich überall grün leuchtet. Jetzt find hier mal raus, welcher Raum. Hier, find mal raus, welcher Raum. Ja, ne? Oh, hier ist auch was.
Da ist er. Okay. Ah. Ich sehe schon, hier muss ich ein bisschen Sprungakrobatik. Wenn es natürlich jetzt von den Sprüngen hier langsam anspruchsvoller wird, wir sind ja erst im 5. Kurs, es gibt 15, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Blaustern-Geschichte noch ziemlich heftig wird. Tatsächlich, ich bin gespannt. Auch hier muss ich jetzt ehrlich sagen, noch nicht so wirklich einen Schimmer, wie ich da rankommen soll. Nee. So nicht. So nicht. Gerade überlegen, ob ich diesen Winkel hier nutzen muss, aber ich wüsste nicht wie. Ach, das ist von der Höhe her fast richtig. Müsste irgendwie. Also von der Höhe her könnte es echt fast klappen an dieser Stelle. Es muss halt noch der Winkel stimmen. Ah! Jetzt bräuchte ich wirklich einen Gastkommentator, der irgendwie so die zündende Idee hat, wie man da jetzt rankommt. Das ist auch nichts, wo du von irgendwo anders herkommst, sondern du musst es von hier irgendwie mit einem Sprung schaffen. Komm mal hier, du gehst mir auf die Nerven. So. Da kann ich schon mal nicht mehr nerven jetzt. Von der Höhe her passt es auf jeden Fall. Ich muss nur noch vom Winkel her, muss ich das ein bisschen besser hinbekommen. Ah! Jetzt hat es von der Höhe her nicht ganz gepasst. Aber das war schon mal nicht so schlecht. Das war schon mal nicht so schlecht, aber der Sprung ist auch sehr, sehr schwer. Das war jetzt schon wieder ein bisschen weiter weg. Schwieriges Unterfangen. Ah! Oh, weia. Sowas ist sternenschnittzerstörerisch. Das kannst du nicht mit mir machen. Das kannst du doch nicht machen, Bro, Dude. Ich hab's gleich, Ja, go mit. Der Winkel passt einfach nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich den auf diesem schmalen Ding hier groß anpassen soll, den Winkel. Warte mal, ich kann doch. Guck mal, ich kann ja mit der Kamera. Das habe ich ganz vergessen. Das war ja schon in Star Road Retooled so. Dass ich so mit der Kamera hier so ein bisschen spielen konnte. Auch so ganz leicht. Aber es reicht immer noch nicht. Das ist so knapp. Das hätte klappen können. Bin mir ganz sicher, das hätte jetzt klappen können. Aber da war ich einen Tick zu weit vorne. Ja, wir haben's. Boah, das war schwer. Das war richtig schwer. So. Müssen wir doch den Weg hierher suchen. Wie war das noch?
gerade vergessen, wo ich da nochmal hinkam. Wie ich da nochmal hinkam, meine ich. Eure Schreie sind manchmal so laut, dass sie eine Zeitreise machen in die Vergangenheit und mich noch während der Aufnahme anschreien. Ja, es ist wirklich so. Genau. Wohin? Genau. Jetzt weiß ich's ja wieder. No. 19 Sekunden. Oh, habe ich da unten einen Blaustern schlimmern. Nicht reden können. Entschuldigt. Ich habe da unten gerade einen Blaustern gesehen. Aber war der noch blau? Der war noch blau, ne? Voll blau. Scheiße. Welche Tür? Falsche Tür! Das ist halt eure pure Verzweiflung, mir manchmal beim Spielen zuzugucken. Hä, wie soll ich denn das schnell genug schaffen? Wie war denn das nochmal? Ja, voll vergessen. Nochmal zurück. Wir haben es gleich. Kann sich in diesem spezifischen Fall nur um Stunden handeln, werte Freunde. So. Ja, da unten schimmert so ein Stern. Ist gut zu wissen. So. Und noch einmal zack. Oh, warte mal. So, entschuldigt. Und weiter geht's. Und jetzt mal mit Weitsprüngen arbeiten, oder? Ja, aber die Sekunden, die ich damit eventuell spare, gehen dadurch drauf, dass ich die Türen öffnen muss. Da geht ja die Zeit einfach weiter. Wartet mal! War ja vollkommen unnötig. Der ist ja außerhalb. Ah, entschuldigt bitte. Voll den Aufwand jetzt betrieben. Der ist ja da außerhalb. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da rüberkomme. Oh, scheiße. Ah! Oh, das war knapp. Oh. Oder? Ja, natürlich. Entschuldigt, voll den Aufwand betrieben gerade. So, das hätten wir. Aber es war trotzdem gut, dass ich das mit der Kappe gemacht habe, weil so habe ich ja diesen einen Stern gesehen, der dann doch weiter unten war. Das heißt, ich kann mich ja jetzt dann irgendwie einfach mal an einem Ort meines Vertrauens irgendwo runterfallen lassen, ne? Also, ja, das ist so eine gute Idee. Ja, wisst ihr noch, wo ich nicht wusste, wo der Stern erscheint? Für die 8 Runden. Wisst ihr es noch? Ja, das hat mich getriggert. So, hier ist eine wunderschöne Stelle zu runterfallen. Machen wir doch einfach mal, oder? Aber wie geht es hier weiter? Werde ich den letzten Blaustern tatsächlich finden? Das alles und noch viel mehr. Nein.
Da doch, komm, das erfahrt ihr im nächsten Part. Hab keinen Bock mehr. Tschüss.